uns anschauen wollen. Begeben Sie sich zum übertragenen Ort und schließen Sie den Triangulierungsvorgang ab. Das wäre alles. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Wolltest du gerade was sagen? Nee. Nee, das klang so. Na, ich habe jetzt die Sachen entdeckt hier, die ich entdecken wollte. Schön. Kriegen Hunger. Muss da irgendwann mal die ganze Karte hier aufdecken. Also. So. Ja, und ich werde jetzt hier mal gucken, dass ich noch ein bisschen Vorkriegsgeld hinkriege. Vielleicht hast du ja mehr Glück. Vielleicht kannst du ja noch mal hindüsen zum Kollisionskurs. Soll ich mal hingehen, ja? Ja. Mal gucken. Standort Gamma, wieso ist der so tief? Das müsste doch eigentlich der da oben sein. Das irritiert mich gerade so ein bisschen. Na gut, mal erstmal hier in die Supermutanten weggebrannt. Ich brauche auch noch mal ein bisschen EP. Ich kann mich ja jetzt nicht nur auf das Vorkriegsgeld konzentrieren. So, jetzt aber einmal hoch hier. Na, Moment. Ne, halt, noch eins höher. Hier war die Tür. Ja. Ah, jetzt haben wir ihn auch. So, machen wir euch da hinten auch nochmal weg. Ach stimmt, mir fehlten ja noch Geschütze. Ha. Ja, siehst du? Passt auch wunderbar. So, aber jetzt brauche ich noch zwei. Den anderen haben wir da hinten. Der wird mir aber auch schon wieder so tief angezeigt. Warum sind die denn mittlerweile so tief? Ich kann's triggern. Du kannst triggern, ich komm. Ich komm sofort. Kannst schon langsam anfangen. Aber wirklich langsam. Sehr, sehr langsam. Weil ich bin auch noch überladen. Ich muss mich gleich nochmal entleeren. Soll ich dir beim Entleeren helfen? Nee, bei dem Entleeren ja, aber was du meinst, aber dabei kannst du mir nicht helfen. So. Weil danach fehlt mir immer noch ein ganzes Level. So, dann lasse ich mich jetzt einmal erschlagen hier. Naja, fast. Warnung. Warnung. Feinde entdeckt. Festungsabwurf gesperrt. Sofortige Eliminierung erforderlich. Sind die da oben drin? Könnte ich mich eigentlich schon mal leer machen? Oh, hoffen, dass das die sind. Erreiche eine höhere Stufe. Bin ich schon fertig. Ah, gegen deine Göttlichkeit stinke ich halt natürlich ab. Das ist dir ja wohl hoffentlich klar. Da habe ich keine Chance gegen. Ach, das schaffst du auch noch, mein Sohn. Ja, irgendwann. Können wir uns ja gleich noch eine Lunchbox schmeißen. Ja. Ja. So, jetzt bin ich schon mal wieder schneller. Aber mir fehlt immer noch irgendwo eine blöde kleine Kreatur. Mach hin. Ja, ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon. Bei welcher Welle bist du? Ich warte noch mit dem Abfeuer. Ach so. Oh, du bist ja. Sehr sicher. Nice. So. 2 Minuten 40 hast du noch. Komm schon. Ja, hier ist auch nochmal 25 Vorkriegsgeld drin. Kann ich dir denn gleich geben? Ja, ich will aufs Event. Ja, komm.
Bin da, bin da, bin da. Abfeiern. Gib Gaui. Du hast gesagt, langsam machen. Das ist richtig schön Zeitlupe so. Hier komme ich. Du hast so eine verbrannte Neber. Hast du jetzt schon mehrere Brandbässchen runden gemacht. Dann wollen wir hoffen, dass jetzt in den Vorräten auch gleich noch was drin ist. Dann wäre ich nämlich auch damit durch. Dann ist es jetzt nur noch eine Stufe, die ich dann anpeilen möchte. Ne? So. Weg mit dir. Wollen unsere Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Kiste. Ja. Ha? Next. Kommen aber recht wenig Verbrannte gerade, wa? Hast du auch das Gefühl, ja? Ja, irgendwie schon. Der Server, der mag uns schon lange nicht mehr. Der sagt auch schon langsam, macht Feierabend! Runter von mir! Ihr quält mich doch so! Server haben keine Gefühle. Ah doch, die Fallout-Server, die haben immer Gefühle. Mal haben sie ihre Tage, mal sind sie halt unausstehlich, mal sind sie überglücklich. Und dementsprechend hast du dann halt auch Dropglück, ne? Dann habe ich noch nie einen überglücklichen Server gehabt. Ja, den habe ich auch nur sehr selten. Sei denn, ich bin auf dem LP-Chow und kann dann sagen, ey, ich wünsche mir, ne? Ich wünsche mir. Und in dem nächsten Legendären ist genau das so drin, wie ich es gerade angesagt habe. Ne? Ja. Das sind dann so die überglücklichen Server. Aber wir haben heute eher ich habe keine Lust auf gar nichts. Lass mich bloß in Ruhe, Server. Wie viel Prachtgold fehlt dir denn noch? Also vor Kriegsgeld. Prachtgold. Ja, es ist Prachtgold heute. Ich habe 105 von 245. Ja. Dann fehlen hier gleich noch, wenn da jetzt 100 drinne sind. Ja, es sind 100 drinne. Das heißt, ich kann dir hier meine restlichen 25, die ich eben aus dem anderen Event gezogen habe, abgeben. So. Obwohl, ich habe doch eigentlich... Eigentlich könnte ich dir doch noch mehr geben, oder? Genau, 100 brauche ich doch nicht. Kannst du schon mal das nehmen? Ja, 6 kann ich hier noch geben. 6 schmeiße ich hier noch zu. So. Hab Vorkriegsgeld gemacht. So, ist das genau fertig. Dann können wir hier nochmal... Mir fehlen noch 11. Ja gut, die 11, die wirst du ja finden. Am besten immer Safes aufmachen. Also hier die großen viereckigen, die haben immer meistens vor Kriegsgeld noch mit drin. Nicht die Runden? Nee, nicht die Runden. Oder die Wand-Safes. Die funktionieren auch immer ganz gut. Ja, haben wir jetzt nur noch Stufe. Ich habe jetzt nur noch einmal Dolmetscher. Stimmt, Barclay Springs. Also, warte mal. Wo bist du? Pumpst du her? Machen wir hier einmal... wo ist es? Lanchi, Lanchi.
Einmal Lunchy Lunchy. Einmal, wo bist du denn? Lunchbox, ich such dich. Ach, da. Ja, du sollst das schmeißen und nicht wieder rausgehen. Fingerfalle. Ich auch. So, und hier noch einer. Konfetti! Plastiktiere. Soll ich auch zweimal? Wenn du auch zweimal machen möchtest, dann. To-Go-Schlag. Und Plastiktiere. Ich habe kein Konfetti. Na, nächstes Mal vielleicht. Was meinst du, wie viele Leute sich das Konfetti wünschen, ne? Dauerhaft, ne? Ja, wenn du mal so die absurden Sachen, die sie reingeschrieben haben, die sie denn dafür machen würden. Also zum Beispiel als legendäre Perk-Karte. Das war bis jetzt das Heftigste, was ich je gelesen habe. Eine legendäre Perk-Karte, die du aufwerten musst 10-mal. Also 10-mal. Und es steigert sich ja immer. Erst 50, dann 100, dann 150 und so weiter. 10-mal aufwerten und erst dann wird Konfetti freigeschaltet. Dann kannst du mal sehen, was einige Leute wirklich bereit sind. Du musst mal rechnen. Das sind so viele Level. Da bist du ja schon fast an der 1000 dran. Nur um Konfetti freizuschalten. Du hast ja keinen anderen legendären Perk drin. Das ist schon krass, ne? Konfetti ist halt cool. Ja? Yeah. So, Holoband ist zugefügt. Kommst du jetzt rein oder kommst du nicht rein? Weil eigentlich habe ich keine Zeit. Ich wollte nur noch schnell meine letzten zwei Questen machen. Ich bin zu spät, ich komme viel zu spät. So ungefähr. Nee, hier ist er. Und Alice im Wunderland, das ist der Hase. Achso. Amen. Mischling, ja, doch, ich bin am konzentriert sein. Entschuldigung. Achten Sie darauf, den Mindestübertragungsabstand. Ja, ich kann mich konzentrieren. Sie die erforderliche Menge an Vox-Daten der jeweiligen Probe sammeln. Viel Glück. Wir haben nur zwei? Na gut, dann gehe ich jetzt erstmal. Mischling, Bram. Ah, Angler, oben. Ja. Gut, kriege ich hin. Kriege ich hin. Bin ich noch schnell genug, um den reinzukloppen? Jawohl. Das kriegen wir hin. So. Dann holen wir uns schnell die Brahmen. Und ich bin mal gnädig und lasse sie am Leben. Das heißt, nur der eine kriegt mal kurz einen Pieks im Poshi. Und dann passt das. So. Gültiges Vox-Dolmetscher-Subjekt gefunden. Jetzt gibt es sowieso Stopp. War mir klar. Ich renne dir aber hinterher, mein Freund. Vergiss es. Mich wirst du nicht los. 33 Sekunden hänge ich dir noch an der Eier. Okay. Ist das, vielleicht bekommt es Langeweile und lässt mich ist das, in Ruhe. Ne? Ist das schön? Nee. Heute nicht. Aber es ist meine Aufgabe. An seinen Eiern zu hängen. Nee, an seinen Eutern zu hängen. Ah, das macht mir Angst. Ist auch nicht besser. Lass mich in Ruhe. Ich dachte, du bevorzugst nur meine Eutern. Ja, aber die brauchte ich jetzt mal 30 Sekunden. So, an und für sich könnte ich ja kurz nach Barclay gehen. Aber wenn ich jetzt die Aufgabe mit dem Fleisch kriege, dann muss ich danach den Angler ja so oder so wegknallen. Ja. Wenn ich Spielstunde kriege, dann ist es eigentlich wurscht. Was ich kriege. Na, mal gucken. So, schnell Flammenwerfer ausgerüstet. Man wollte schnell durchbrutzeln können. Brutzel! Und die gehen alle in Konfetti auf. Jo, blau. Ah, kriegst du.
Nächstes Mal bestimmt. Du darfst nie wieder, da ich nun bin. So. Eigentlich, du könntest die. Ja. Ich glaube, jetzt lauf los. Oben, ja, siehst du, ich wusste es. Ich wusste es. So, Schlinger. Das war mir schon wieder so klar wie Kloßbrühe. Hä? Ne, du kennst so Buckley Springs. Da hast du doch drei verschiedene Aufgaben. Und eine Aufgabe ist, sammle Schlingerinnereien, Meierlurkfleisch und Anglerfleisch. Ja. Die du ihr geben musst. So, und ich habe ja noch den Vox-Dolmetscher. Da habe ich jetzt einen Angler zwischen. Ha? Und mir war klar, dass das heute definitiv wieder so ein Tag der Tage ist, wo es 2-1 geht. So, machen wir jetzt hier nochmal die restlichen Schlinger verbrennen. Ha? Na komm, jetzt sei artig und gib. Wir wollen weiter. Ab zum Hochmoor. Meierlurks rösten. So, schon mal nachladen. Hallo, Königin. Brenne, Königin. Hallo, Bulltörtel. Stirb, Bulltörtel. Das war gegen Stim hier. Jetzt kommt auch die ganze Familie. Mmh, lecker gebratenes Meierlurkfleisch. So, Moment, muss nachladen. So, Herr König. In Feuer gegart. Einmal schon wieder gegen Stim. Nee, Mai, ist nicht fertig hier. So. Verbrannte Königin am Spieß. Na, die Brut wollt mich noch. So, das war Weichschale. Aber hat trotzdem gezählt. Hier haben wir nochmal normales. Und jetzt können wir erst Vox-Dolmetschern. Ich bin überladen und kann nicht schnell reisen. Das halte ich für ein Gerücht. So, da wird mich ein Hirsch gefressen und dann kann ich trotzdem noch schnell reisen. Haha. Und da haben wir Paige wieder mit seiner Kaffeetasse. Der ist schon wieder am Kaffee trinken. Wird Zeit, dass ich auch mir einen mache. Ich habe ja immer noch nicht deine magischen Worte gehört. Nee, die wirst du auch nicht hören. Erst wenn du wieder vollkommen genesen bist. Gültiges Vox-Dolmetscher-Subjekt gefunden. Übertragung eingeleitet. Aber jetzt bin ich es. Ach, du hast mich schon gesehen. Na gut. Jetzt stirbst du. Nein, tue ich nicht. Lauf nicht. Dann kann ich schon mal den anderen rausholen. Ich bin wütend. Ich will, dass du stirbst. Du Schwarze. Halt! Dieses Ding macht es mir zu leicht heute den Nacht. Den einen wollte ich. Ja. Stirb, lass mich mal kurz looten. Ich hab Hunger. Beweg dich nicht. Will dich fressen. Ja. Ich fress dich gleich doch. Dieser Mensch ist erfolgreich. Ich sagte doch, ich fress dich gleich. So. Blech dich gleich wunderbar auf Grill und dann wirst du geschwachtelt. Nicht? Ja, doch. Ja, doch. Ich hab gesehen, die hat sich teleportiert, Mausi. Die hat die Teleportationsfähigkeit erlangt. Seine Cheater-Todeskralle. Ich erlange jetzt die Fähigkeit, das von der Klippe springen. Hui. So, hier am Abgeben. So schnell zurück? Ja, so schnell bin ich zurück. Ich meine, magnifik. Schön, dich wiederzusehen, Leslie. Am Mund das Fleisch. Ein bisschen. Die Zeit, Chloe, die Zeit. Wir haben noch keine Zeit.
Vielleicht wäre ein Nickerchen gut. Also, lauf schon. Jawoll! Und Vampir ist leichtes Maschinengewehr. Nein! da oben. Country. Und wenn ich jetzt gleich wieder Pech habe, werden da keine Mischlinge mehr sein. Denn die wurden gerade von irgendwas anderes erschossen. So wie immer, wenn ich da hingehe. Also von mir nicht. Nee, erschossen von den Eichhörnchen. Oder vom Raiderpunk. Nee, weder Mischling. Das Eichhörnchen schießen können. Das Mox-Dolmetscher-Subjekt gefunden. Übertragung eingeladen. Nee, die können gerne mal hier da hinten stehen, Bruderschaftssoldaten. Auf der Straße oder an Mr. Farmhead. Und davon werden sie gerne mal erschossen. So. Kämpf nicht gegen mich, Futter. Ich will dich töten. Geht auch nicht zum Raiderpunk. Immer schön mir hinterher. Weglaufen. Hast du Angst? Immer schön der Stahlheit hinterher. Nein, 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 nicht da hinten hingehen. Hier bleiben. Hey, halt, stopp. Hier bleiben. Ah. Ja, genau, hab Angst vor mir. Ich habe Angst, ich bippere. So, jetzt ist es egal, stirb, brennt in der Hölle, ja, so. Ja. Bitte Holoband zur Verarbeitung und Archivierung der Daten zum Terminal bringen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer guten Arbeit, Dr. Harrison. So, dann gehen wir uns hinten nochmal das Blei holen. Hab mir schon das Zelt hingestellt. Schon das Zelt hingestellt? Was Zelt hingestellt? Ja, ich hab mir schon das Zelt hingestellt, damit ich mir hier das Blei abholen kann. Das wäre das. Ja, das wäre das. Ich habe diese Dornbüsche allmählich verdammt satt. So, dann nehmen wir dir das nochmal weg. Das nehmen wir noch mit. Und dann passt das. So, schnell hoch. Lauf, 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 lauf. Da sind die gerade nachgespawnt. Cool. Ist so gut. Also machst du gerade den Server glücklich. Wieso? Weil er dich glücklich machen möchte. Nicht? Ja, okay. Jo. Aber ich bin auch noch gar nicht ausgezogen. Ja, der Server braucht ja nicht eine sexuelle Komponente, sondern der braucht ja eher so, ja, Liebe und Zuneigung. Also, wenn du mit ihm kuscheln gehst, dann ist er schon zufrieden. Das hört sich so an, als wenn du mir das überhaupt nicht glaubst. Eigentlich eher, also, ach. Ja, du nimmst den Server dann unterm Arm und dann kuschelst du ihn mit, schön mit ihm, nähst ihn dann noch so ein kleines selbstgemachtes Deckchen mit Herzchen drauf, liest ihn eine gute Nachtgeschichte vor und dann passt das. Am besten noch Schnulli und Windeln wechseln, ne? Ja, genau so. Dann lass ich in seiner eigenen Scheiße sitzen. Maus, Maus. Der arme Server. So, wir haben jetzt zwei Sachen, die ich mir zurückholen muss. Dann gehen wir einmal kurz die Charlesner Deponie nochmal schnell ab. Meinst du, ich kann jetzt kochen, ohne dass mir da jemand in den Arsch beißt? Vielleicht. Und gleich der nächste Hund. Nicht so wie beim letzten Mal, ne? Sagen wir mal so, ich habe jetzt auch den Supermutant beim Kochen gestört. Gut gemacht. Okay, jetzt brauchen wir noch zwei oder drei. Oh, wo seid ihr? Kommt raus, kommt raus. Ich will mit euch spielen. Ich renne schon wieder in der Luft rum. Ach, da hinten sind sie alle. Ah, ich sehe euch. Wer da soll? Ja, wer da soll? Der Typ mit dem Flammenwerfer ist da. Aber da waren sie alle nicht richtig. Okay. Ah, da ist noch einer.
Da hinten haben wir noch einen Wauwi. Hier haben wir noch eine Maulwurfsratte, die das nicht zugehört. Da haben wir noch einen Typi. Okay, Deponie in Charleston gehört wieder mir. Wollen wir noch die Ratte loswerden. Und dann schnell zur Verteidigung des, ja, Flughafens. Damit wir das noch gerade so hinkriegen. Oh, hoffen, dass das jetzt nicht zu lange dauert. Flughafen muss verteidigt werden von, aua, Mischling. Ah, die kriegen wir auch schnell weggebrannt. Es sei denn, die sind alle wieder drinne gespawnt. Und fressen schon wieder hier meine Generatoren. Ui, sowas macht man noch nicht. Die kosten noch Geld, Mensch. Das geht doch nicht. So, wo sind die letzten? Das sehe ich noch nicht. Ach, das ist sowieso Welle 1 von 3. Uiuiuiui. Aha, hier haben wir noch einen. Halb im Bogen gebackt. Du kamst von dieser Richtung aus. Ah? Nee, jetzt wird's mir auch angezeigt. Ach da, hier. Komm her. Feu, feu. Und da hinten haben wir noch einen. Bull Turtle, feu, feu. Ja, Bull Turtle macht feu, feu. Ich mag's halt mit dem Flammenwerfer gerne mal rumzuspielen. So, dann kann ich mir hier hinten eigentlich auch schon mal das Öl abholen. Dann haben wir das auch schon mal hinter uns. Und dies, wo seid ihr? Bot. Ach, da hinten haben wir einen. Der Supermutant wollte mir helfen, aber eigentlich hilfst du mir nicht, weil du mir meine EP klaust. Ja, wo seid ihr? Ach, da hinten ist noch einer. Wo rennst du denn her? Ha. Ja, es ist ein... Da ist der nächste angekommen. Spawnt ihr gerade hier einzeln oder was? Nee. Hier wird die Tür zugemacht. Hier wird nicht reingerannt und mein Generator gefickt. Na, Schatzi. Entschuldigung. Sonst sag ich doch sowas immer. Ja, du färbst ab. Du färbst einfach ab. Aber ich habe extra ein Antifärbetuch an. Ja, aber trotzdem färbst du gerade ab. Jetzt will Grafton Steel auch noch eine Verteidigung haben. Ich glaube, ich habe die Zeit einfach nicht richtig geplant, wa? Sag mal, jetzt nicht, die haben... Achso, nee. Das ist mein eigenes Feu-Feu. Schon gut. Sag ihr mal, wo habt ihr euch denn versteckt? Hier und da und überall. Zumal ich habe immer nicht gesehen, von wo sie aus kommen. Jetzt sehe ich sie gar nicht mehr. Seid ihr hier hinten gespawnt? Oh, ihr wart doch immer so schnell in der Mitte hier vom Flughafen. Wenn ihr wirklich hier hinten gespawnt werdet, dann werdet ihr auch von der anderen Seite gekommen. Nee. Da haben wir einen Supermutant, der hat auch schon längst geschossen. Eieieiei. Oh, auf Grafton Steel sind meine Lieblingsviecher. Skorpione.
Gottchen, dazwischen. Da hätte doch kein Schwein hingeguckt. So, wo seid ihr jetzt? Ah, Flughafengelände. Da hinten. Erwischt. So. Das reicht aber immer noch nicht aus. Jetzt kann ich da hinten nochmal hinlatschen. Das heißt, hier hinten in der Ecke müssten sie kommen. So. Aha. Wir spielen klein. Ja, genau. Wir spielen großer Supermutant. Jetzt ist erst der letzte gespawnt. So. Wer spielt hier jetzt mit wem? Wo ist er denn? Ach, da oben. Kommst du mal runter da? So, und du hör auf mein Geschütz rumzuschießen. Jetzt müssen wir die nächsten Mischlinge suchen. Okay, da hinten sehe ich schon mal einen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, die kommen wohl wahrscheinlich von hinten. Nein, noch einer. Mal auf, hier die Pylonen anzugreifen. Und du brauchst dich gar nicht dahinter der Tribüne verstecken. Hilft dir sowieso nicht. So. Die spawnen heute wieder so komisch, dass mir nicht zu lachen zumute ist. Mal was die beißen. Die beißen hier irgendwas von... was weiß ich nicht. Was kein Mensch braucht. Aber gut. Verteidigung ist fertig. Jetzt haben wir schon wieder Überlänge gemacht. Eieieiei. Gut, dann werde ich jetzt einmal abholen, was wir abholen können. Und wir machen dann in der Zeit einen kleinen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.